Moin zusammen. Ja. Hat sich ein bisschen was getan. Die Haare sind ab. Ging leider nicht anders. Musste ich gestern am Freitag? Ja, Freitag. Tatsächlich abrasieren. Weil man sieht's, hier wird's irgendwie immer dünner. Lässt sich nichts momentan gegen machen. Die Haare sind kaputt. Hat man in den Streams zum Glück nicht gesehen, aber es wird immer schlimmer. Da habe ich mir einfach gedacht, mach's mal Kahlschlag, jetzt sehe ich halt noch aggressiver aus. Und jetzt macht natürlich auch jemand den Rasenmäher an, es ist passend. Man ist unterwegs und es denkt sich jemand, ja, Rasenmäher. Ja, wir sind gerade unterwegs, wie man sehen kann, das sieht hier nicht sonderlich nach Osnabrück aus. Hier ist ein schöner großer Garten und ein Haus. Heute noch eingekauft, jetzt heißt es kochen. Etwas, was ich eigentlich gar nicht so gerne esse, aber das Hackfleisch davon. Choreladen. Ich muss Kohl trennen. Da. Ich weiß nicht, ob man das da drin erkennen kann. Da liegt schon der erste Kohl. Kohl ist nicht meins. Ja, gucken, was wir den Tag heute noch so anstellen werden. Viel wird es wahrscheinlich nicht werden. Kochen. Noch so hier ein paar Sachen machen. Gut essen. Kipp's dann auch wieder auf Instagram Fotos, die werden dann wahrscheinlich schon da sein, bevor dieser Vlog erscheint. Ja, der Leihwagen fährt ganz gut. Vielleicht mache ich da nachher nochmal das ein oder andere Foto von oder Vlog von innen, weiß ich noch nicht. Und dann müssen wir mal schauen. Morgen ist ja auch schon das Dreijährige von Markus. Das ist der Hauptgrund, warum wir uns den Wagen überhaupt geliehen haben. Da gehst du nach Bielefeld. Bis dahin wird man das wahrscheinlich noch nicht gesehen haben und das würde wohl für einen Schock sorgen. Wahrscheinlich werde ich Käppi tragen. Ich muss mir auch mal neue holen tatsächlich. Ich weiß nur nicht von welcher Marke und was für welche, weil ich bin eigentlich schon lange nicht mehr so der Käppi-Träger. Aber wird wohl gerade jetzt mit kurzen Haaren, das sind übrigens 6 mm, wollte erst länger, aber das sah dann noch schlimmer aus. Da hat man halt wirklich nur Fisseln gesehen, die durch die Gegend sich sträuben. Ja, am Morgen geht es auch das Training wieder los. Mittlerweile kann ich mich wieder bewegen. Das ging gar nicht. Also, ich habe mir die Muskeln wohl wirklich ordentlich gezerrt. Naja, was will man machen? Auf jeden Fall jetzt hier so ein bisschen Natur genießen. Ich meine, sieht ja wirklich schön aus. Vögel hört man auch. Ist halt mitten im Wald. Der eine oder andere wird dann wissen, auch wo ich bin. Ja, dann wird es jetzt Zeit, erstmal wieder in die Küche zu marschieren und den Kohl weiter auseinander zu rupfen, ohne ihn dabei kaputt zu machen. Damit man mal sehen kann, was ich hier anstellen muss. Da haben wir den Kohl, der schon gelöst ist. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch gut. Es müsste ein bisschen hallen. Und ja, ich sitze jetzt hier doof rum, beziehungsweise stehe doof rum. Hab den guten Nico als Kameramann gerade mal ganz kurz eingestellt und darf jetzt beigehen und hoffen, dass sich halt der Kohl löst, dass ich dann ihn am Strunk dann irgendwann halt abmachen kann. Ist das geschafft, dann übernimmt Nico, weil er hat die größten Hände von uns, und darf dann das Hack formen, was dann da reinkommt. Aber die müssen gleich dafür noch gekocht werden. Doch mal was zum Kochen. Nico hat erfolgreich die Hackbällchen gemacht. Die kann er ja mal kurz zeigen. Er hat wieder die Kamera übernommen. Du musst einmal die Rouladen drehen. Ach, da sind meine Hackbällchen. Die Hackbällchen. Wir, also meine Mutter möchte natürlich nicht gesehen werden. Kann ich verstehen. Privatsphäre und sowas. Sind jetzt gerade bei, die Rouladen zu wickeln. Die müssen ja noch angeschmort werden. Habe ich noch nie gemacht. Deswegen bin ich froh, meine Mutter ist zwar blind, aber kochen kann sie super und super erklären vor allem. Und dann lerne ich hier auch noch was bei. Ja, so sieht's aus. Im Topf sind die, die noch weich werden müssen. Der Kohl muss noch geschnitten werden und da liegt der restliche. Und das ist dann so eine unserer kleinen Rouladen, die jetzt gleich in den Backofen kommt und ordentlich geschmort wird.